Hey Leute, ich bin Faeser, vielleicht kennt mich der ein oder andere schon vom letzten Video und heute möchte ich gerne mit euch über das Thema Hate Speech sprechen, also wenn Menschen andere Menschen durch Worte und Bilder angreifen bzw. erniedrigen und gegen sie zu Hass oder Gewalt aufrufen. Insbesondere soll es heute um Hate Speech in den Medien gehen, sprich im Internet. Also es ist ein Thema, was mich schon immer aufgeregt hat, schon seit ich das Internet kenne. Habe ich immer wieder solche Hasskommentare gesehen und immer wieder, wenn ich so etwas gesehen habe, habe ich mich einfach richtig krass immer darüber aufgeregt. Erstens kann ich es überhaupt nicht verstehen, wie man so einen Hass zu einer Person verspüren kann, den man nicht mal persönlich kennt. Man sieht ein paar Videos von dem oder man weiß ein paar oberflächliche Sachen über den. Und ich verstehe dann nicht, warum man so einen krassen Hass empfinden kann, wie das funktioniert. Und zweitens, wie kann man so etwas verantworten? Also diese Hasskommentare, die sind richtig mächtig und können zu richtig schlimmen Dingen führen, was man gar nicht denken würde. Man schreitet regelrecht in das Recht des Menschen ein. Es ist Mobbing und es ist Menschenrechtsverletzung und das ist ganz vielen gar nicht bewusst. Und in vielen Fällen ist es auch schon Volksverhetzung. Opfer dieser Online-Hetze kann so ziemlich jeder sein, der sich öffentlich im Internet präsentiert. Ja, wozu das Internet einst gedacht war, scheint vollkommen in Vergessenheit geraten zu sein. Eigentlich sollte es ein Ort der Aufklärung sein, was Vorurteile aufheben soll. Obwohl das Internet das Beseitigen der Vorurteile so sehr ermöglicht wie kaum etwas anderes, wird es zum genauen Gegenteil genutzt. Es gibt zwei Arten von Hatern. Einmal die Trolle und einmal die Glaubenskrieger und unter ihnen wird unterschieden, weil man sollte auch unterschiedlich auf sie reagieren. Der Troll ist der Typ Hater, der sich vom Leid des anderen erfreut. Der Glaubenskrieger ist derjenige, der versucht mit jeglichen Mitteln seine Wahrheit zu verbreiten, koste es, was es wolle. Wenn wir uns jetzt mal die Trolle anschauen, es gibt viele verschiedene Gründe, warum ein Mensch hatet. Jedoch ist es ersichtlich, dass es oft um Neid und Existenzängste geht. Natürlich findet das Ganze im Unterbewusstsein des Menschen statt, das heißt, man ist sich dem gar nicht bewusst. Es sind die Dinge, die im Internet organisiert verbreitet werden. Es ist logisch gesehen naiv und unglaubwürdig, dass man auf diese ganzen Sachen im Internet reinfällt. Da das Gehirn 95% unterbewusst funktioniert und nur zu 5% bewusst, wenn es immer wieder wiederholt wird im Internet, dass man irgendwann anfängt daran zu glauben. Auch wenn man am Anfang denken würde, das ist Schwachsinn, ich glaube doch nicht an sowas, geht es einfach in das Unterbewusstsein des Menschen rein. Und dadurch werden oft Feindbilder und hochkarätige, übertriebene Bilder erschaffen im Kopf vom Volk. Der Hass kann dadurch halt auch zunehmen. Auch vor allem das ständige Sehen von erfolgreichen Menschen im Internet ist für sehr viele Trolle eine sehr große Frustration, welche sie zur Hassverbreitung verleitet. Warum überhaupt die Menschen so frei haten können, das fragt man sich ja immer so. Es hat mehrere Aspekte, aber größtenteils liegt es an der Unsichtbarkeit. Und das ist nicht die Anonymität, dass man ganz normal Profilbild oder Name auch den richtigen Namen stehen hat. Beim Schreiben von Kommentaren die Gestik, Mimik und Körpersprache und die Tonlage nicht rüberbringen kann, wird dies Unsichtbarkeit genannt. Körpersprache und Stimmlage stellen 93% der Kommunikation dar. Das heißt, nur 7% beziehen sich auf den Inhalt. Ausgerechnet diese 93%, die halt Körpersprache und Stimmlage beinhalten, die fördern die Empathie während des Gesprächs und vor allem auch der Augenkontakt. Wie soll man damit umgehen? Fight or flight, sagt man, so ist die typische Reaktion eines jeden Menschen bei so einer Situation. Das heißt halt, dass man entweder kämpft oder abhaut. Also in diesem Kontext wäre das dann einfach, dass man Kontra gibt oder dass man es ignoriert. Doch psychologische Studien zeigen, dass Humor ein hervorragendes Mittel zum Umgang mit problematischen Situationen ist. Durch Humor kommt man auf Distanz mit seinen eigenen Gefühlen, wie zum Beispiel Angst oder Wut, und kann dann besser mit der Situation umgehen, weil man dann einen klaren Kopf bekommt. Einer der Entwickler des The International Society for Humor Studies, John Morrill, fand heraus, dass unsere Fähigkeit, uns über Inkongruenz zu erfreuen, unsere geistige Flexibilität begünstigt. Die Inkongruitätstheorie besagt, dass wir überrascht sind, wenn zwei Dinge nicht zusammenpassen und deswegen lachen. Die Wichtigkeit des Humors erkennt man auch durch folgendes Geschehen. Zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs machte Abraham Lincoln während eines ernsten Kabinettgesprächs einen Witz und wurde dafür von einem seiner Mitarbeiter getadelt. Und er antwortete daraufhin, meine Herren, warum lachen Sie nicht auf? Bei der furchtbaren Belastung, die ich Tag und Nacht ertragen muss, wenn ich nicht lachen würde, ich würde sterben. Man denkt gar nicht, wie wichtig tatsächlich der Humor für unsere Alltag ist und wie viel man damit abwehren kann. Jetzt möchte ich euch mal ein kurzes Beispiel für einen Shitstorm geben, und zwar ging es um das österreichische Neujahrsbaby 2018. Jetzt würde mich mal interessieren, was euer erster Eindruck ist, wenn ihr dieses Foto seht. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. So harmlos wie das Foto auch aussieht, war es anscheinend für ganz viele Leute nicht. Ich lese euch mal ein paar Kommentare vor. Auch 2018 sind Mehmet und Fatma nicht erwünscht, das ändert nichts an der Jahreszahl. Wieder Inzucht. Nächster Terrorist ist geboren. Das Kommentarfeld von dem Foto war übersät mit solchen Kommentaren. Es war wirklich schrecklich, was die da für Sachen geschrieben haben.
Ich habe jetzt eher ein bisschen so harmlosere noch rausgesucht. Auf jeden Fall hat es einen heftigen Shitstorm abbekommen. Es ist echt wichtig, dass man gegen Hass im Internet vorgeht. Sei es durch das Teilen von positiven Nachrichten oder das Kontern auf diese Hasskommentare, dass man den Betroffenen beisteht oder auch ein einfaches Melden dieser Hasskommentare kann schon genügen. Bei den Trollen kann das Ignorieren der Hasskommentare auch von Nutzen sein, denn die Provokation, die sie beabsichtigen, geht ins Leere. Bei den Glaubenskriegern sollte man schon eher kontern, denn denen ist es komplett egal, wie sich andere dabei fühlen oder so. Die möchten einfach nur ihre Wahrheit, also die möchten einfach nur die anderen Menschen von ihren eigenen Wahrheiten überzeugen. Wie geht es euch mit diesem Thema? Mich würde mal interessieren, ob einige von euch solche Hasskommentare verfassen selbst oder ob ihr diejenigen seid, die auf sowas kontern oder diejenigen, die ignorieren. Das würde mich mal interessieren, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Meine Werte, die ich vertrete bezüglich des Miteinanders, kann man wiedererkennen im Christentum, zum Beispiel mit der Nächstenliebe oder auch im Grundgesetz mit den Menschenrechten und vor allem auch im Koran. Damit kommen wir jetzt auch zum Schluss und ich möchte das Video mit den folgenden Worten unseres Propheten beenden. Ein Muslim ist derjenige, vor dessen Taten und Worte die Menschen sich in Sicherheit fühlen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr über das Thema denkt und ansonsten bis zum nächsten Mal.